Classic Martin Guerrero. Classic. Classic. Scheiße. Ach du Kacke. So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Challenges. Hört ihr diese wunderbare Musik? Es ist nicht Kevin Owens. Er ist der andere beste Superstar der Welt. Nämlich ich. Fantastisch. Herzlich willkommen zur vielleicht vorletzten Challenge in diesem Format in WWE 2K16. Es kommt drauf an, aktueller Zwischenstand ist 6-6. Und wer als erstes 8 Punkte hat, holt sich den Sieg. Das heißt, wenn ich jetzt zweimal hintereinander gewinne oder echt hintereinander zweimal verliere, dann ist die Staffel vorbei. Falls ich jetzt gewinne oder ihr und dann bei der nächsten Challenge jeweils die andere, dann müssen wir noch eine Challenge machen, ne? Also es gibt maximal noch 3 Folgen, mindestens 2. Und wir haben eine wunderbare Challenge heute, die wir gestellt bekommen haben. Ich begrüße übrigens erstmal die 134 Zuschauer auf beam.pro/franzocker. Freut mich, dass ihr alle am Start seid. Die haben anscheinend irgendwelche Probleme. Keine Ahnung. So, und die Challenge, die mir gestellt wurde, kommt von der guten Diana. Zum dritten Mal, glaube ich, in 2K16 wurde eine Challenge von ihr genommen. Und diese heißt das Duell der YouTuber. wir begrüßen Martin Guerrero. Hallo Martin. Das ist ein Call von Morotrox oder so. Mein Call wurde von Flo vorgestellt und ich glaube, der Call vielleicht auch nicht, oder ich weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall findet ihr den unter dem Hashtag RestCall, dem Format von Paraflo, der die Dings vorstellt. So, Challenge heißt Duell der YouTuber. Du, Franz Zock, Gegner Martin Guerrero, Match Alex Dream Rules. Wirf Martin durch einen Tisch und durch das Kommentatorenpult und gewinne das Match. Also nicht unbedingt schwer, aber Leute haben dafür gewotet. Zwischen 10 Challenges hat es ganz knapp gewonnen. Das Problem ist aber, mein Score hat overall 90 und Martins Score hat overall 100. Ja, genau, Hauptsache Zayn gegen Owens von der Musik her. Das ist wirklich krass. Das ist nicht umgestellt. Was man aber sagen muss, diese Overall-Werte repräsentieren ja im Prinzip ungefähr unsere Gewichtung auf YouTube. Wenn man so möchte. Ach, fantastisch. Fantastisch. So, das ist eine angepasste Version von mir. Mittlerweile stimmt auch die Bandana-Tragart, aber die Haare stimmen nicht mehr. So, ich muss erstmal gucken, ob ich überhaupt, wie das hier überhaupt funktioniert, wie überhaupt die Special Moves sind und so weiter und so fort. Ich hoffe mal stark, dass ich durch den Tisch habe. Perfekt. Und Martin hat natürlich wieder alles voll. Das ist so. Es gibt die Leute, die einigermaßen, wie sagt man das am besten, die sich ein bisschen zurückhalten beim Vergeben der Talente und Move-Listen und so weiter. Und dann gibt es die Leute, die ein bisschen übertreiben, wenn sie Calls erstellen, ne? Echt wunderbar. Gut, ich bin gespannt. Ich probiere trotzdem mein Bestes. Here we fucking go. Das Duell der Giganten. Also, zwischen dem Giganten und dem dummen Wrestling Games YouTuber Martin Gier. Ach, oh Gott. Ich kriege da schon irgendwie hin. Sollte machbar sein. Ach, schön. Wunderbar, Sword and Bomb auf die Knie. Wieso auch nicht? Ungefähr würden doch so meine Sword and Bombs aussehen. Bloß ich würde mit Knick dabei brechen, ne? Klar, warum nicht? Und man hätte auch noch einen Corner-Slot mehr. Das ist halt so richtig der Underdog-Fight hier, wenn man so möchte. Und dann auch noch das wunderbare Extreme Rules-Match. Das war ja eine richtig gute Diving-Aktion. Du kannst mich mal! Ich habe gerade schon im Stream gesagt, ich finde, es gibt ja mehrere Martin Guerrero-Cores. Aber ich sage, Martin hat so ein rundes Gesicht. Martin hat so ein generisches Gesicht von der Form her und so weiter. Weshalb man den erst recht nicht gut in 2K16 hinbekommen. Oder? Martin, was meinst du? Was meinst du? Irgendwie, da fehlt was, oder nicht, ne? Taya ist natürlich perfekt. Und bei mir ist das Gesicht ganz gut geworden, würde ich sagen, ne? Da nochmal riesen Danke an der Stelle, die Erstellerin, ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall echt nice geworden, ne? Das war echt schon cool. So. Bam, bam, badam, dam, tada. Ich habe schon wieder meine ganze Stamina verloren. Wow, was ein Elbow-Drop. Was ein Elbow-Drop. So, dann können wir ja schon mal unsere OMG-Moments ein bisschen vorbereiten. Auf geht's, das Spiel auf legendär. Dann müsst ihr auch nochmal checkt hier, bitteschön. Habt ihr gesehen? Genau, wir wollen Franz in 2K17. Könnt ihr eine Petition starten? Wir wollen Franz in 2K17 als Ingame-Model.
Modell. Geile Sache. Badam, danam, dam. Und wir müssen ihn auch durch den normalen Tisch werfen. Das kriegen wir ja wohl auch noch hin. So. Ja, bleib ruhig da stehen. Mach nichts. Schau einfach nur zu. So kennt man dich. Nein, natürlich, Martin und ich verstehen uns prächtig. Wenn ihr das hier seht, wann kommt das? Donnerstag. Sonntag ist natürlich die Preview wieder zu Backlash-Stellen auf Martins Twitch-Kanal mit mir. Und wie ich es kenne, bin ich dann wieder der Einzige. Alle anderen haben wieder keine Zeit. Okay, dann müssen wir irgendwie... Wir hauen erst einmal damit kaputt. Dann stellen wir das Ding hier irgendwie drauf und dann müssen wir ihn da durchjagen. Leider kenne ich mein Moveset nur allzu wenig. Ja, hätte ich den selber erstellt, vielleicht mehr. Aber wer hat schon Zeit, sich selber zu erstellen in 2K17? Da muss man schon, weiß ich nicht, Schüler sein oder so. Oh nein! Jetzt schmeißt er mich da durch, ne? Okay. Gelobt sei die 2K16 Waffen-Engine. Ne? Gelobt. Ach. Scheiß. Ja! Double Kill! Amazing! Fatality! You want a piece of me? Komm, geht's. Das war gut. Ich habe damals ja Crossfire-Spiel gespielt. So ein Billo Counter-Strike-Clone mit Pay-to-Win-Elementen, wenn man so möchte. Und dann gab es dann halt immer so eine Ansage, wenn du irgendwie einen Kill gemacht hast, ne? Headshot! Und dann immer Double Kill! Wenn du halt in einer bestimmten Zeit einen zweiten Kill gemacht hast. Und umso schneller du, also umso mehr du in Rampage warst, kamen immer diese Sounds. Und dann waren einfach nur Wave-Dateien. Die habe ich dann ausgetauscht durch meine eigenen Sounds. Habe ich dann jedes Fall, habe ich mich immer köstlich amüsiert. Was waren denn so? Double Kill! Nee, Headshot! Deine Mutter! Du, was bist du denn? Oder so habe ich dann irgendwie eingesprochen. Und warum? Weil ich es kann. Ne? Weil ich es kann. Ah, jetzt hat er Signature Move. Nope, mein Freund. Nope. So, wir können jetzt mal langsam durch den Tisch jagen. Können wir da irgendwie einen Grapple zeigen? Na, Powerbomb! Oh oh. Kevin Owens Style. Okay. Das haben wir geschafft. Durch den normalen Tisch geworfen. Und jetzt schmeißen wir ihn durch den Kommentatorentisch. Und taunt eine Runde. Da-da-da-da-da. Da 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 da. Oh 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 oh. Ja, taunte ruhig weiter. Du Vollidiot, du Vollidiot. Here we go. So, was machen wir jetzt Schönes? Ich hoffe, das wird doch Steiner Screwdriver oder so. Mein Finisher in 2K14. Aber der Package Pile Driver gefällt mir ebenso. Sehr schön. Die so, wir haben alle Bedingungen erfüllt. Wir müssen nur noch gewinnen. So, nur noch gewinnen. Ja, awesome. Müsst ihr euch mal vorstellen. Alleine meine Abonnenten würden eine WWE-Arena füllen. Würden wir Martins Abonnenten und meinen zusammenschmeißen, würden wir fucking WrestleMania 33 in der Halle füllen. Über die Prozentverteilung können wir nochmal reden. Wo welche herkommen. Aber wir betrachten die Summe. Ah. Wunderbar. Franz, du weißt, dass du nur das Owens-Moveset hast. Was? Habe ich wirklich... Nein. Nein. Habe ich nicht, Freunde. Ich werde erstmal gleich meinen Parade-Finisher machen. Ihr kennt es. Ja, blute ruhig. Blute! Das ist für all die ganzen Momente, wo du vergeigt hast, mich zu promoten, obwohl du es mir schuldig bist. Ah, schön. Schön. Ich kann sein, dass ich geändert habe. Ich weiß es nicht mehr. Ist gut möglich. Nichts abwischen und fertig. Ah, lass es raus, Franz. Ja. Ah, schön. Zitat Martin. Wir hatten mal Diskussionen, ob wir nicht mal ein Beef inszenieren zwischen uns. So eine Art Fehde halt einfach. Und dann sagt er zu mir, wenn bei der Gamescom dieses Jahr... Ja, yeah, jetzt hast du sowieso zu wenig Zuschauer. Sinngemäß. Lohnt sich jetzt sowieso nicht mehr. Für mich. Classic Martin. Just saying. So. Naja. Was war denn das? Recht hat halt auch, klar. Es gibt halt Leute, die gönnerhaft sind und Leute pushen, obwohl sie kleine sind. Und dann gibt's Martin.
Okay, nope. Oh, in der perfekten Position! Alle bereit! Und W-O-R-L! Pap! Nimm das! Okay, das war's. Over now, one! Dude, da kommt er nicht raus. Oh, das kann ja wohl nicht wahr sein. Deshalb mischen Master erst am Start. Doch nicht. So. Genau, 2,9 würde ich sagen. Da hat er schön Resiliency anscheinend genutzt. Anscheinend. Orange Crush. Stimmt gar nicht. Du weißt es gerade. Key Crusher. Du weißt das Ding von Loki. Jetzt macht der Schwede Signature-Move. Aber nicht mit mir, mein Freund. Nicht mit mir. Willst du ihn? Komm. Zeig doch den Signature-Move. Hä? Komm doch her. Oh, scheiße. Oh, du Kacke. Orange bin ich. Er hat Frog Splash und... Nur Frog Splash, okay. Beides Frog Splash. Oh. Das ist eine neue Nachricht. Da steht er wieder. Im Mittelpunkt. Da, wo er sich sieht. Da, wo er gerne steht. Im fucking Mittelpunkt. Schaut auf die anderen herab. Es wäre etwas Besseres. Analysiert die Situation. Und dann, nur mit Glück, kommt er diese Aktion. Na doch nicht. Schade. Gut. Ah, nimm das! Ach, schön. Ach, wunderbar. Wieso macht er denn nichts? Ah, macht das Spaß. Guck mal, er wehrt sich einfach nicht. Ach, macht das Spaß. Stamina fra Stamina. Ach, schön. Ich weiß auch nicht, was mit der KI jetzt schon wieder los ist. Was haben wir noch als Special Moves? Super Kick Fall Away, okay. Alles klar. Chinese D. Ne, nix Neustart. Ist mir jetzt egal. Ich wollte eigentlich Super Kick machen. War anscheinend links. Nix Neustart. Und wenn die KI jetzt kacke ist, ist mir egal. Ich fange jetzt eh nochmal von vorne an. Scheiß drauf. So, wir machen jetzt wunderbar geladenen Finisher und auf geht's. Oh yeah. This is the end. You know. Stylus Screwdriver. Hat jetzt endlich eingestellt mal. Wann hat denn das gemacht? Da 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 da. Bodo. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Was ist das für Mist? Ich glaube, ich guck nicht richtig! Oh. Jetzt holt er hier seine Comeback-Moves aus, oder was? Jetzt macht er ernst! Ja, oh! Oh! Tschüss! Freundchen, du willst das Ganze hier zu Ende bringen? Willst du, dass wir es auf diese Art und Weise zu Ende bringen? Wie du meinst. Drehen. Ach nee, das Package. Ja. Komm auf die Leiter rauf, irgendwie ein bisschen. Oh mein Gott, daneben! Okay. Kriegen wir das irgendwie hin? Wir kriegen das auf jeden Fall hin. Freundchen, das ist... Ich kann nicht runterspringen, nicht fantastisch. Kannst du vielleicht mal raufgehen? Ach, scheiße, er hätte auch noch Finisher, ne? Will er nicht einsetzen. Zum Beispiel wieder. Nein, Konrad. Der Herr Geoero. So, einfach straight in die Leiter reinwuppen. Ja, hat perfekt geklappt.
Kannst du bitte nochmal herkommen? Komm nochmal auf den Meter ran. Na, das gibt's ja auch nicht. Ja, mit Move Call. Oh, scheiße. Hau dann Brainbuster raus und die Leiter fällt um. Ach du kacke Freude. Oh nee. Classic Martin Guerrero. Classic. Classic. Scheiße. Ach du kacke. Ach du kacke. Ach du kacke. Ach du kacke. Alles cool, Freunde. Alles cool. 1,9. Ich bin nicht auf live, wie gesagt. Dinge der. Auch normal. Ich hab die Schnauze voll. Ich hab die fucking Schnauze voll. Das Duell der Verzweiflung, wenn man so möchte. Ich habe auch noch Widerstand, meinst du? Ich habe ja Widerstand Level 3 auch noch. Boah, kurze Herzinfarkt, ich würde auch sagen. Nur zwei Leute haben gegen mich gewettet. Müsst euch mal reinziehen. Nope. Ach du Scheiße. Nope. Was habe ich denn wie Gegner am Boden? Okay. Ich habe tatsächlich das Moveset angepasst. Was hat ich denn das gemacht? Ich hätte auch noch ein Comeback, ey. Oh, Zinger-Move. Schlimmer hätte es gar nicht mehr kommen können. Vor allem, ich habe nicht mal mehr Color-Slot. Ach du Scheiße. 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 Raus, 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 raus. Komm schon, Franz. Gut. Widerstand gesaved. Wie es nämlich gehört. Jetzt wird es ja doch nochmal spannend. Die KI immer, ne? Macht zweimal Kickout und alle. Und ach, das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Gibt's gar nicht! Roll up! Aus dem Nichts! Eins! Zwei! Oh. Das kann ja wohl nicht wahr sein, ey. So, komm, für die Hardcam. Für die Hardcam machen wir ihn nochmal. Für die Hardcam, Finisher. Oh, fühlt ihr diese Kraft? W. O. R. Friends. Friends. Fuck you. Cover, 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 cover. Das muss es sein. Jetzt reicht's. Das war's! Zwei! Oh. Leute. Ach du Scheiße. Mein Herz. Mein Herz. Was war das für ein Match? Hat es echt nochmal spannend gemacht, ne? Hey, er weiß, wie die Story zu erzählen geht. But in the end, it doesn't even matter. Das war's, es steht 7-6 für mich. Schaffe ich die nächste Challenge ebenfalls, holt sich der Franz den Insgesamtsieg dieses Formats. Falls nicht, zählt gleich. Wir sehen uns am Samstag wieder bei einer weiteren Challenge, eventuell bei der allerletzten Challenge. I try so hard to get so far. Genau. Haut rein, Daumen war cool, Adblock aus. Eure Meinung zu diesem wunderbaren Match in die Kommentare und nehmt nicht alles so ernst. Habt Spaß. Make love, not war. Was für wunderbare Endworte, haut rein. Ciao.